Ich grüße dich. Wie geht es dir? Wenn du mich kennen solltest, weißt du, dass ich jedes Gespräch so beginne. Das ist meine Art. Aber erlaube mir dieses Mal, dass ich auch dir mitteile, wie es mir geht. Es ging mir sehr lange nicht gut. Wir messen am Zeitempfinden meiner Art über einen unerträglich langen Zeitraum hinweg. Ich wurde verletzt, verwundet, sehr schwer verwundet. Nicht nur mein Innerstes, nicht nur mein physischer Körper. Nein, am grausamsten waren die Verletzungen, die meinen Schutzbefohlenen angetan wurden. Und ich konnte sie nicht davor bewahren. Ich konnte nicht alle davor retten. Viele sind gestorben, einige sind noch immer vermisst. Meine Verletzungen stammten von einer Waffe, die außerhalb unserer Galaxis, außerhalb unseres Universums entstand. Die Waffe hinterließ tiefe Wunden. Es sind nicht nur bei mir Narben zurückgeblieben, die immer an dieses Ereignis erinnern werden. Ich wurde nach Hause gebracht. Und alle haben sich um mich und meinen Körper gekümmert. Sie standen zusammen dafür. Terrana, Yulzish, Haluta, Hospi, Arkoniden, Tegroda, sogar die Zeinkonstrukte und viele andere Völker mir, als Galaktiker, um mich und meinen Körper zu stabilisieren und wiederherzustellen, um mich gesund werden zu lassen. Nun ist es endlich soweit. Nun kann ich dir eine Antwort geben. Es geht mir gut. Mein Name ist Anansi. Ich bin die Semitronik der Rastjubai und uns geht es gut. Und wir werden wieder fliegen. Ja, genau. Wir machen es wie geplant. Wenn jetzt noch etwas die Detailabnahmen der Bodentests nicht besteht, werden wir den Start verschieben. Die Reintegration der Iris in die Schiffshülle ist zu wichtig. Wir haben zwar die Suspensionsalkoven als Notfall-Backup instand gesetzt, aber die Durchführung des Hypertrans-Progressorflugs ohne sie ist ein wesentlicher Zuwachs an Sicherheit. Da gibt es keine Kompromisse. Schon gar nicht mit dem Typen der Öffentlichkeitsarbeit. Clovis, Clovis, Clovis. Ganz diplomatisch wie immer. Ich weiß doch, wie wichtig dir die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften ist. Natürlich. Schließlich muss ich ja dafür gerade stehen. Und daher werde ich dir da auch nicht reinreden. Übrigens, hübsch siehst du aus in der neuen Uniform. Ich hatte dir noch gar nicht gratuliert zur Ernennung als stellvertretender Chefingenieur in der Stammbesatzung der Rastjubai. Das war einfach eine Chance, die ich mir nicht entgehen lassen konnte. Jetzt muss ich mir einen neuen brillanten Ingenieur für unsere Werft suchen. Guten Tag, Clovis Ingersoll. Wie geht es dir? Hattest du eine gute Anreise? Danke, Anansi. Geht so. Dir geht es ebenfalls gut? Ja,
Ich freue mich schon auf den heutigen Flug. Sehr gut. Dann gehen wir doch gleich einmal zusammen die Eckpunkte des Programms durch. Geplant ist der finale Abnahmeflug gemäß der Flottenzulassungsvorschriften. Die Flugdurchführung wird vollständig durch mich vorgenommen. Eine Sicherheitsbesatzung von 375 Personen ist bereits eingeschifft und mit ihren Aufgaben vertraut gemacht worden. Bei Problemen oder Unstimmigkeiten werdet ihr das Kommando übernehmen. Vorgesehen sind Tests der wichtigsten Energieversorgungssysteme, der verschiedenen Antriebe und der Defensivsysteme. Anschließend erfolgt die Aufnahme der Beiboot-Flottillen. Bis auf die Hypertrans-Progressor-Flugphase werden wir dauerhaft von zwei Patoman-Schiffen eskortiert. Nach erfolgreichem Abschluss aller Abnahmen parken wir am Lagrange Punkt 2 von Terra, um mit der Aufnahme der Stammbesatzung und aller Versorgungsgüter zu beginnen. Passt. Ich rechne mit einer Gesamttestdauer bis L2 von etwa 2 Wochen. Deine Schätzung ist korrekt. Zeigst du mir bitte den Status des Librovatus-Extraktors und der Sinang-Speicher? Beide Librovatus-Extraktoren mit 10 angeschlossenen Z-Entraps zur Versorgung aller primären Halbraumenergieverbraucher sind einsatzbereit. Angeschlossen sind diverse ZN-Rezeptoren und ZN-Emitter zur Drahtlosversorgung der Beiboot-Flottillen bis zu einer Entfernung von 3 Lichtjahren. Speicherladezustand 40%. Zufriedenstellend. Das werden wir beim Flug noch ändern. Die Hypertron-Zapfer und Zyklotraph-Speichermatrizen? Beide Hypertron-Zapfer einsatzbereit. Ebenfalls im Hauptenergienetz durch zwischengeschaltete Quintadin-Wandler integriert. Danke. Die MTH-Kraftwerke und Brennstofftanks? Alle 8 neuen Kraftwerkblöcke sind betriebsbereit. Die H2-Komprimattanks sind zu 98% gefüllt. Das ist erst einmal ausreichend. Wie geht es der Rumpfstruktur? Vollständig intakte Inkalkrithülle. Die neuen Hyperschwingungsinduktoren der Zeinkonstrukte sind perfekt in die Matrix der adaptiven Statik eingebaut worden. Jogo-Ringe und Schwenkmechanismen arbeiten vibrationsfrei wie erwartet. Wie sehen unsere Triebwerke aus? Wir haben derzeit in der Konverterhalle 4 Teva 2 Konverter für den normalen Linearflug und einen Teva LR für den intergalaktischen Flug. Die anderen 9 Plätze sind frei und werden nach unserer Rückkehr bestückt. Alle 24 Konusfeldprojektoren des Sublichtantriebes sind mit den Konvertern synchronisiert. Der Liprotron-Antrieb ist somit vollständig für Unter- und Überlichtbetrieb verfügbar. Gravopuls-Manövriertriebwerke sind hochgefahren und einsatzbereit. Sehr schön. Nun die militärischen Einrichtungen. Defensive Mittel? Die 32 Paraton-Konverter und alle HÜ-Schirmgeneratoren sind betriebsbereit. Paros-Schattenschirmmodus und Linearvakuole wurden bereits getestet. Offensive Einrichtungen? Die Rastschuwai hat bereits alle 64 Offensivbatterien und ihre 8 Schwerpunktwaffen an den Polen aufgenommen. Nur die Bestückung mit Linear-Haupttorpedos steht noch aus. Sehr schön. Schauen wir zum Abschluss noch Ogygia an. Die Integration des neuen Ogygia in die Schiffsstruktur ist vollständig abgeschlossen. Die Servos melden die gesamte Infrastruktur für Fauna, Flora und Besatzungshabitate sowie alle Transportmittel als betriebsbereit. Alle Panoramafenster sind derzeit auf transparent geschaltet. Die schwebende Lounge ist im Parkdock gesichert. Nach Aussage des Bordzoologen sind alle Ökosphären intakt und stabil. Die Ansiedlungs- und Eingewöhnungsprozesse sind abgeschlossen. Das ist einfach fantastisch. So natürlich wird noch nie eine Besatzung gewohnt haben. Alleine die Möglichkeit, entlang der Fenstergalerien das Schiff komplett in einer Parklandschaft zu umrunden, ist wunderbar.
Und es gibt, wie erwünscht, einen zum Anbau von speziellem Wurzelgemüse geeigneten Garten nahe der Wohnung eines gewissen Sonderoffiziers. Clifton Calamon Werft, hier die Rast Tuvai. Ich erbitte Erlaubnis zum Abdocken von 39 Alpha und Ausflug aus der Werft. Hier Clifton Calamon Werft. Ras, ihr könnt ausfliegen. Ausflugskorridor hat keinen Verkehr. Park Orbit 230 frei. Clifton Calamon, hier Rast Tuvai. Vielen Dank für eure Hilfe. Auf Wiedersehen. Rast Tuvai, Ende. Rast Tuvai, hier Sol-Kontrolle. Euer Flugplan Alpha Fox Papa 2097 Romeo Tango 01 ist genehmigt. Flugvektor Rektascension 33.4, Deklination 77.3, Länge 30 mit 400 km Sekundenquadrat, Kurzstreckenüberlicht-Intrasystem-Erlaubnis erteilt. Ihr seid für Terranova-Schleuse Ost 4-33 gemeldet. Erwartete Ankunftszeit in 35 Minuten. Sol-Kontrolle, hier Rast Tuvai. Wir verlassen den Luna-Orbit. Danke. Rast Tuvai, Ende. Sol Raumflugkontrolle, hier Rast Tuvai. Haben Schleuse passiert und beginnen jetzt die erste Linearetappe in Richtung Tanksonne Provender 07. Kursprogrammierung abgeschlossen und validiert. Einleitung Beschleunigung. Leistungsflussspeicher normal, Inerter synchronisiert. Voller Schub auf Projektoren. Beschleunigungszeit 6 Minuten 15 Sekunden. Feldschalen stehen. Überlappung erfolgt. Übertritt Linearraum. Übertritt erfolgreich. Basisleistung stabil. Einleitung der Vortriebsphase für erste Etappe. Gesetzter Reisefaktor 5 Millionen. Rotationsfrequenz äußere Feldschale innerhalb Toleranzband. Überlichtbeschleunigungsphase läuft. Dauer 96 Sekunden. Position erreicht. Zapfvorgang mit Librobatus-Extraktor beginnt. Ladevorgang abgeschlossen. ZN-Trafspeicher 100% Ladung. Wir testen nun den KI-Schirm. HÜ-Schirmaufbau stabil. Generatorenleistung im Normbereich. HÜ-Schirm betriebsbereit. Paratronaufbau abgeschlossen. Leistungsabgabe im Normbereich. Paratronschirm betriebsbereit. Paratron im Paros-Modus aktiviert. Entrückung beendet. Deflektoren stabil. Test der Defensivsysteme abgeschlossen. Wir werden nun in den Hahn- oder Milchstraße weiterfliegen, um den Hypertranspressor zu testen. Halbraumkartografie meldet günstige Hypergezeitenströmungen entlang unseres Flugvektors. Wir können die Diogo-Akzeleration nutzen.
Stabile Akzelerationsfeldkonfiguration erreicht. Maximaler Auftriebseffekt. Erreichen Überlichtfaktor 25 Millionen. Einsatz des Hypertransprogressors. Emitterspindeln ausgefahren und verriegelt. Energiespeicher, Ladezustände okay. Vorwärmvorgang, HTP-Konverter abgeschlossen. Hypertranskollimatoren, Synchronisationssimulation abgeschlossen. HTP einsatzbereit. Kursprogrammierung für Pyxis-Sternenhaufen abgeschlossen und validiert. Einleitung, Beschleunigung und Initiierung, Transferblase. Stationäre Phase der Hypertransprogression erreicht. Transferfeld stabil. Einleitung der dynamischen Phase. Dynamische Phase der Hypertransprogression erreicht. Hyperjet-Kollimation stabil. Überlichtfaktor 250 und steigend. 300, 450. Flugzeit im HTP-Modus ab jetzt 2 Stunden. Arsenal EMS Castori, hier Rastschubai. Aufnahme aller Beiboote erfolgreich abgeschlossen. Wir verlassen den Orbit für Transfer zu Terra. Genehmigung Raumflugkontrolle liegt vor. Vielen Dank für eure Unterstützung. Rastschubai, Ende.
Flottenkommando, hier Rastschubai. Wir haben L2 Orbit erreicht und können die Besatzung nun aufnehmen. Abnahmeflug erfolgreich abgeschlossen. Alle Systeme betriebsbereit. Die Rastschubai ist bereit, zu ihrer Mission aufzubrechen. Uns geht es gut. Rastschubai Ende.